Was sich lange schon abzeichnete, wurde am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz des SSV Reutlingen nun offiziell gemacht. Der ehemalige Fußballprofi Maurizio Gaudino, der neben Waldhof Mannheim auch für den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am Ball war, wird neuer sportlicher Leiter Oberliga beim SSV Reutlingen. Gaudino unterschrieb beim Kreuzeiche-Club einen 3-Jahres-Vertrag und soll im Bereich Trainer- und Spielerverpflichtung in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstandsgremium arbeiten.